immer nur die Bitte, vielleicht bitte mal wieder mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um drei wunderschöne Lokomotiven der KFL von dem Cat Gaming gemacht. Und zwar geht es um die Europa 101 und um zwei 146er. Ich stehe hier auf dem Testring, habe mir die mühselig hier mal zusammengestellt. Im Hintergrund hört ihr eine 155, die schon vorher besser, die würde ich auch noch gerne heute vorstellen. Und sollte ich mich verschluckt gehen, tut mir leid, ich habe seit Samstagmorgen Schnupfen und ja, bei dem Wetter, was man aktuell hier in Deutschland hat, ist das nicht zu ändern. Aber lange nicht schlecht, ich drehe mich mal um. Hier sieht man schon mal die 155 und dahinter unschwer erkennbar die 101 Europa und 246er. Wir fangen vorne mal an mit der 155-227-2. Die ist von mir selber erstellt, genau. Die ist auch fast voll detailliert. Zum Beispiel hier unten die Anzugregestelle, Führerstände, die man gehört zum KPK AG in Köln. Hier das EDX-Nummer von 68 und 68. Hier die 2 kW LED-Fahrbremse ist drin. Hier Untersuchung LDX 2020. Die Bremsstellung ist drin, die einzelnen Bremsstellungen sind auch vergeben, wie viel die R-Steuerung hat, die B-Steuerung und die E-Steuerung. Und hier die Achsenzerstellung mit dem Führerstand, dann ist es genauso. Ja, die ist von mir, hier ist das Logo versetzt aufgrund der Markus hier. Ich finde so ein bisschen angelegt an den Latz vorne. So, und jetzt kommen von Cat Gaming 3 Loks. Angefangen mit der Europa 101, die ja noch mit DW rumfährt. Aber ich habe Cat Gaming mal über Discord angeschrieben, hey, du möchtest, hast du vielleicht Lust mit, das gefällt mir mal mit KFL-Logo zu machen, weil Cat Gaming benutzt ja den DW-Logo-Mod und der funktioniert halt nicht für jeden auf der Konsole. Aber wir sehen, das Fahrzeug ist, also die Lok ist wirklich komplett ausdetailliert. Sie hat sich auch hier unten verewigt. Deswegen hat sich hier verewigt. Das ist bei den anderen beiden Loks auch. Ja, sieht man es auch. Also es ist nicht scharf. Da bitte ich um Entschuldigung, aber es ist halt von Konsole auf PC immer unterschiedlich. Weil auf PC gibt es zum Beispiel von Konsolen immer diese Grafikfehler. Aber es ist halt wirklich hier KFL BW Köln, Abtrans, die Länge der Lok mit Überpuffer, zugelassen für 200. Schön wäre es, wenn die heute auch mal fahren könnten in Deutschland. Die UIC-Nummer ist auch komplett dabei, 9186-101-057-8, der KFL. Auch hier das Logo und das Europa-Logo, Bike for Europa, Sport for Europa und Rapio Europe. Und auch hier wieder die Bremsen, alles detailliert ausgestattet. Auch Kleinarbeiten sind alles da. Es ist einfach nur eine sehr schöne Lok. Ist schon im RP gefahren. Fährt sich super. Und ist einfach nur eine herrliche Lok. Und zur nächsten Lok kommen wir direkt auch. Wo ich sagen muss, dass es dieser Lok besser steht als ein Taurus. Ja, viele mögen den Taurus wegen der schönen Tonleiter, aber ich finde, es passt hier besser tatsächlich. Es passt hier einfach besser drauf. Wir haben hier die 3146250 mit der Endziffer 0. Wir haben hier halt die natürlich große Werbung des Deutschland-Tickets, auch bekannt als D-Tickets. Wir haben auch hier 3101. Hier haben wir die 3146. Die Version gab es schon mal, aber aufgrund von Fehlern hat sie nicht auf dem PC funktioniert, weil Cat Gaming hat sie schon mal hochgeladen. Da war es aber noch in dem Grün standardmäßig ausgestattet. Halt mit der Altlackierung. Das ist jetzt quasi die Version 2.0. Das erkennt man ganz einfach hier dran. Hier diese Striche sind neu. Und dieser Übergang auf Türkis, der ist auch komplett neu. Hier unten ist auch wieder, ne? Cat Design, auch sehr, sehr schön. Ja, voll texturiert. Auch wie bei der 101, hier vorne. Auch hier so diese ganz kleinen Details hier
Es ist einfach nur so unfassbar schön. Hier D-Ticket, Deutschland steigt ein, zweiter Führerstand. Hier unten KfL, BW Köln, Bombardier. Dann hier auch wieder die Länge. Ja, auch hier wieder dieses kleine, diese kleinen Details. Mein Bundesland. Hier auch wieder alles vorhanden. Einfach nur sehr schön. Auch hier die Bremsstellungen R plus E, R plus E und B plus E. Beziehungsweise Stellung R, Stellung P, Stellung G und nochmal die Leertonnen. 160, richtig. Aber das verstehe ich nicht, weil hier steht Schweiz drauf. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, aber na gut, da kann jeder halt auch in der Schweiz fahren, ne? Ja, okay, bei der P spielt auch so ein bisschen in der Schweiz, aber eine 46 in der Schweiz zu sehen, das glaube ich nicht, dass wir das noch sehen werden. So, jetzt gehen wir mal zur nächsten Lok. Und diese Lackierung gibt es nicht mehr. Nämlich zur 251. Mit der Werbung, damit Deutschland vorne bleibt, damit Deutschland halt vorne bleibt in der zukünftigen Infrastruktur. Also hier steht auch Initiative für eine zukünftige Infrastruktur. Ne? Kennen wir ja heutzutage in Deutschland, allein Nordrhein-Westfalen, der RRX-Ausbau und ich sag dazu einfach mal nichts. Ja, gleiche Qualität, einfach nur super schönes Fahrzeug. Auch hier halt die Werbung, die ist halt auch sehr, sehr schön geworden. Also da muss man nur sagen, sehr gut gelungen. Auch hier unten wieder Cat-Design. Auch hier dieses kleine hier zum Beispiel ist es sogar richtig cool. KfL Regio AG, Region NRW, Köln-Nippes. Da stehen nämlich meine Regionalzüge und S-Bahnen abgestellt. Das ist auch sehr, dieses Kleindetail. Sowas wünsche ich mir halt auf der Konsole, dass das möglich ist. Selbst ich sage jetzt mal hier nichts, weil es gibt ja diese Leaks mit PS4, aber das kommt in einem anderen Video oder halt, wenn es angekündigt worden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, diese kleinen Details, das ist einfach, das ist einfach nur so herrlich. Und Cat Gaming hat mir mal gesagt, wie viele Layers es sind. Also jetzt ohne die 101 hinten mit berechnet. Diese hat fast 1500 und diese hat fast 1500. Also es ist nur aufgerundet. Es ist aufgerundet auf 1500 Layers. Also hier stehen 3000 Layers rum. Also über 3000 Layers. Wir müssen halt die 101 berechnen. Aber es sind einfach nur sehr schöne Loks. Alle vier sind in der Videobeschreibung verlinkt. Die einzige Original-Lok ist die 101, weil dieses und dieses Repaint sind semi-real, weil das Deutschland-Ticket gibt es für den Taurus. Und die Infrastruktur war für den 146.0, nicht für den Punkt 2. Also das ist für eigentlich eine Punkt 0, das ist für den Taurus und hier halt statt DB KfL. Und die 155 gibt es so tatsächlich nicht. Aber ich muss hier sagen nochmal, vielen, vielen, vielen Dank Cat Gaming für diese schönen drei Loks, die hier stehen. Ich danke dir auf jeden Fall. Sie bereichern mein RP sehr schön. Vor allem die D-Ticket 46 hat sogar schon ihre ersten Dienste abgewichen. Sie steht jetzt hier noch kaltgestellt hier am Bahnhof, wird aber jetzt die Tage im RP eingesetzt. Die 101 auch einfach nur eine Schönheit. Naja, sie wird ja auch langsam ausgemustert. Jetzt zum Beispiel seit kurzem ist 101.001 wieder im Dienst, aber auch nur im AKI-Dienst. Auch mit dieser schönen Rheingold-Lackierung, die Cat Gaming auch gemacht hat, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ja, das war das. Die Tage werden jetzt noch ein paar andere Videos kommen, die muss ich noch schneiden. Das sind KfL Flirt. Die 101 mit der Werbung der einer Baureihe 120, kleiner Teaser. Dazu werden dann noch die KfL IC-Wagen vorgestellt. Ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt schneide. Ob ich halt jetzt erst die IC-Sets hochlade, ob ich das Video jetzt hier hochlade. Das müssen wir gucken, weil jetzt auch der Schnupfen, das ist halt ein bisschen blöd geworden jetzt tatsächlich. Und wenn ihr das Video seht, wir haben Sonntag, 2.10 Uhr in der Früh. Aber ich wollte dieses Video jetzt einfach mal machen, weil ich habe jetzt drei schöne Loks fürs RP, die ich jetzt auch mal benutzen kann. Und ja, ich danke hier auf jeden Fall nochmal. Ich bin der TC3-Peter. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut.
Schaltet beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich euch wieder ein paar Repaints zeige. Da hoffen wir mal auch über neue Loks, neue Triebwagen und so weiter. Ich wünsche euch noch einen guten Restsonntag. Je nachdem, ob das Video noch heute kommt, ich weiß es nicht. Und wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Je nachdem, ich muss gucken, halt, wenn das Video kommt. Bleibt gesund und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.